Unter seiner Bauernbräune ist er das Gesicht knallrot geworden. Seine Nasenlöcher pulsieren mit jedem schweren Atemzug. You lied to us. Said you didn't know her. Expect me to believe this now? Du hast uns angelogen, hast behauptet, sie nicht zu kennen, und jetzt erwartest du, dass ich dir das glaube? Er macht einen kleinen Schritt auf Bern zu, der wiederum zwei nach hinten setzt. Ruhig, er hat immerhin seine Mutter verloren. Es sieht wirklich so aus, als wäre er hier draußen alleine. Wie kann er das so kaltherzig sagen? Ich glaube, niemand würde sehr lange nach dem Jungen suchen, wenn er verschwinden würde, Edda. Wie kann er das so kaltherzig sagen? Nothing cold about it. It's fevered is what it is. Daran ist nichts Kaltes. Eher aufgeregt, das ist er. Edda starrt dem Jungen eine Weile lang in die Augen, dreht sich dann grunzend um und winkt ab. I'm not lying. She's buried on the other side of that hill. Ich lüge nicht. Sie liegt auf der anderen Seite dieses Hügels dort begraben. Er zeigt nach Norden. How could she be gone? Wie könnte sie weg sein? Don't be troubled by her passing. All souls that march with Aethys receive his warmth and light. Lasst euch von ihrem Dahinschein nicht betrüben. Alle Seelen, die an der Seite von Aethys marschieren, werden seine Wärme und sein Licht zuteil. Edda blickt finster drein. An der Seite von Aethys marschieren, was meinst du damit? Aethys has come to us twice now. Even Oblivion couldn't slow his march. Aethys ist nur zweimal zu uns gekommen. Nicht einmal das Vergessen könnte ihn aufhalten. We shouldn't have opposed his first coming. He meant to rally us under his banner. Wir hätten uns seinem ersten Kommen nicht entgegenstellen dürfen. Er wollte uns unter seinem Banner vereinen. Oh, I know a lot of dead deer wouldn't, so we'll be relieved to hear that. Ich kenne eine Menge toter Dürrwälder, die sehr erleichtert wären, das zu hören. Ja, er hat damals zerstört, wie er heute zerstört. Dürrwald hat übereilt reagiert, da stimme ich zu. Nein. Wir waren Opfer eines Streits unter Götter. Wenn man gesehen hat, was wir gesehen haben, fällt es schwer zu glauben, dass sie nur unser Bestes wollen. Aethys forced everyone to declare themselves as ally or enemy, nothing more. Aethys hat jeden dazu gezwungen, sich einen Verbündeten oder Feind zu offenbaren, mehr nicht. Now he marches again, and we have a chance to correct our mistake. Nun marschiert er wieder, und wir haben die Chance, unseren Fehler zu korrigieren. Well, that's charitable. Das ist großzügig. I would like to have joined him when he passed this way. But I was weak. It won't happen again. Ich hätte mich ihm gern angeschlossen, als er so gegangen ist, aber ich war schwach. Das wird nicht wieder passieren. Du scheinst sehr viel von einem Gott zu sein, der nur Zerstörung anrichtet. You can't build on broken foundations. Real change needs destruction. Ist er doch ganz dicht? Auf bröckligen Fundamenten lässt sich nichts errichten. Wahre Veränderung brauchen Zerstörung. Nein. I trust my God knows better than I do. He knows truths I'll never learn. Ich vertraue darauf, dass mein Gott es besser weiß als ich. Er kennt Wahrheiten, die ich nie verstehen werde. Got that right. Da liegst du richtig. I was once lost. I struggled as you do now. But the partisans of the lighted path have restored my faith in Aethys. Ich war einst verloren, habe mich durchschlagen müssen, so wie ihr jetzt. Aber die Partisanen des erleuchteten Pfades haben meinen Glauben an Aethys wiederhergestellt. In dieser Sekunde sieht Edda zu Bern hinauf. What greater honor than to march in his vanguard? Welche Ehre könnte größer sein, als in seiner Vorhut marschieren zu dürfen? Wer sind die Partisanen des erleuchtenden Pfades? We began as children of the Dawnstars, separated from each other as we questioned our purpose. Wir haben als Kinder der Dämmerungssterne begonnen und uns dann von ihnen abgespalten, als wir unsere Bestimmung hinterfragt haben. But then Aethys granted a vision to Gadarion Bosch. Bosch saw an illuminated path lighting the way through a black abyss. Aber dann hat Aethys Gadarion Bosch eine Vision zuteil werden lassen. Bosch sah einen erleuchtenden Pfad, der den Weg durch die finstere Dunkelheit weist. Die Worte fallen klobig und unnatürlich aus seinem Mund, als hätte sie jemand anderes dort eingepflanzt. And he saw Aethys marching on the path, and Aethys bade him to march alongside. Und er sah Aethys auf diesem Pfad gehen und Aethys sagt ihm, er soll an seiner Seite marschieren. Not quite how I've been seeing it, but everyone's open to their own interpretations. So sehe ich das nicht, aber jeder darf sich sein eigenes Bild machen. Ja, Edda ist froh, dass Xotipo Aethysianerin ist.
And the Shining God told Gadarion Bosch to gather an army of the God's truest followers and to prepare to lead it into battle. Und der leuchtende Gott sagte zu Gadarion Bosch, er soll eine Armee der wahrhaftigen Anhänger des Gottes zusammenstellen und sich darauf vorbereiten, sie in die Schlacht zu führen. You'd think after getting blown up, he'd slow down on the battling. Man sollte meinen, dass er es mit den Kämpfen etwas langsamer angeht, nachdem er in die Luft gejagt wurde. Ja, mit wem will Eotas kämpfen? Wie willst du dich Eotas anschließen, wenn er auf dem Meeresboden marschiert? Hat dieser Bosch hier einen Beweis für seine Vision erbracht? Warum hast du uns wegen Elapha angelogen? Eda, hast du alles, was du hier brauchst? Fragen wir mal die drei. Aethys himself has appeared in Deadfire in the form Gadarion Bosch foretold. That's more proof than any of his faithful could ever ask. Eotas ist im Todesfeuer der Form erschienen, die Gadarion Bosch vorhersagte. Das ist mehr Beweis, als seine Gläubigen ihm abverlangen können. Er hat ihn wahrscheinlich irgendwo vorher gesehen und ist dann geflüchtet, um es zu verbreiten. Er kommt. What fortune to be given this opportunity to know our God in the living world. Was für ein Segen, die Gelegenheit zu erhalten, unseren Gott in der lebendigen Welt zu begegnen. Eigentlich verdienten sich Fanatiker, dass ihr Gott sie zertrampelt, nämlich so, in dieser Form wie dieser Fußabdruck. Wie willst du dich Eotas anschließen, wenn er auf dem Meeresboden marschiert? It'll be a great journey, but we're prepared. Es wird eine große Reise sein, aber wir sind vorbereitet. Gadarion Bosch knows the way. Gadarion Bosch kennt den Weg. Und mit wem will Eotas kämpfen? The end of the path hasn't been revealed to Gadarion Bosch yet. Das wissen wir nicht. Der Ende des Falls wurde Gadarion Bosch bisher noch nicht offenbart. Aber für die Gläubigen sollte das keinen Unterschied machen. Gut, dann sag uns doch, warum hast du uns wegen Elapha angelogen? Gadarion Bosch warned us. Those outside the partisans may ridicule us and test our faith. Gadarion Bosch hat uns gewarnt davor, dass diejenigen außerhalb der Partisanen unseren Glauben verspotten oder auf die Probe stellen würden. Especially our old families. And others close to him. Besonders unsere alten Familien und andere, die ihnen nahestehen. We've learned it's best to keep to ourselves and those with open minds, which relations and friends mostly aren't. Wir haben gelernt, dass es für uns am besten ist, wenn wir unter uns bleiben oder uns denen zuwenden, die uns gegenüber aufgeschlossen sind. Das sind Verwandte und Freunde meistens nicht. Eda, hast du alles, was du hier brauchst? Eda atmet tief ein, er sieht sich um und richtet seinen Blick auf Bern. Er nickt und presst die Worte aus seinen Lippen. We can go. Wir können gehen. Dann gehen wir mal. Hey, Kid. What was your name again? Junge, wie war doch gleich dein Name? Bern. Bern. Right. This lighted path fellow, Bosch. Sounds interesting. In Ordnung, dieser Typ mit dem leuchtenden Pfad, Bosch, hört sich interessant an. There's some way I can meet him? Gibt es eine Möglichkeit, ihn zu treffen? He's usually on the move, rallying followers. But the partisans of the Lighted Path often gather in the Temple of Aethys in Nekataka. Üblicherweise ist er unterwegs, um Anhänger zu gewinnen, aber die Partisanen des Leuchtenden Pfades treffen sich öfter im Tempel von Eotas in Nekataka. I am soon to go there myself, in fact. Ehrlich gesagt, werde ich selbst mal dorthin gehen. There's an adherent there, Ogna, who initiates new partisans. No doubt she'd be pleased to help you. Dort hält sich eine bestimmte Anhängerin auf, Ogne, die neue Partisanen einweist. Ohne Zweifel wird sie euch mit Freuden helfen. Aethys needs able soldiers, even in their elder years. Eotas braucht fähige Soldaten, selbst wenn sie älter sind. Eda spuckt auf den Boden. You should consider what Ogne has to say. It might speak to you. Du sollst in Erwägung ziehen, was Ogne zu sagen hat. Vielleicht spricht es dich an. Farewell. Leb wohl. Gut. Ja. Wir trafen Elaphas Sohn Bern und haben erfahren, dass Elaphas vor einiger Zeit verstorben ist. Er scheint in die Fänge einer Sekte der Dämmerungssterne geraten zu sein, die sich die Partisanen des erleuchtenden Pfades nennt und von einem Mann namens Gadarion Bosch angeführt wird. Sie haben ungewöhnlich militärische Ansichten bezüglich Eotas Weg durch das Todesfeuer. Trotz der Nachricht über Elaphas scheint Eda nun um ihren Sohn besorgt zu sein und will diese Sekte genau unter die Lupe nehmen. Bern verwies uns an eine Frau namens Ogne im Gaun-Tempel in Nekataka, die neue Mitglieder für den erleuchtenden Pfad anwirbt. Mhm. Hey. Ja, ich glaube aber nicht, dass wir das Grab finden werden, weil wir haben hier keine Hügel.
Also bleibt uns nur noch eins. Zu gehen. Gut. Eigentlich, solange ich hier bin, möchte ich mich noch um Beinah kümmern, die in der Insel südlich von uns ist. Aber jetzt will ich erstmal kurz einen Blick auf die Übersichtskarte und unseren Questlog werfen. Habe ich jetzt gerade einen Schreck gekriegt? Das ist die königliche Todesfeuergesellschaft, die Verstärkung nach Hasongo schickt, oder? Ja, und uns vorher abfängt. Hasongo ist ein Trümmerhaufen am Horizont, als du ein Dutzend Dschunken siehst, die deine Richtung segeln. Sogar aus dieser Entfernung kannst du erkennen, dass sie schnell unterwegs sind. Eines der Schiffe positioniert sich längsseits neben deinem und ein gut gekleideter Amaner stellt sich an den Rand des Decks euch gegenüber. Du erkennst Azura, den Großsekretär der Königlichen Todesfeuergesellschaft. Sie kommen gerade recht, Chef. Ich bin gerade dabei, meinen täglichen Bericht zu schreiben. Maya verschränkt die Arme und nickt zum anderen Schiff hinüber. Ich fürchte, das muss bis zu meiner Rückkehr zur mäßigen Zitadelle warten. Er nickt Maya zu. Es ist schön, dich wiederzusehen. Und wie ich sehe, drückst du noch immer überall deine Stempel auf. Er blickt mit einem eigenartigen Lächeln gegen Hasongo. Das Adra-Leuchtfeuer leuchtet hell und ist bis hier sichtbar. Obwohl es mich überrascht, dass du vielen in Nekataka noch immer unbekannt bist, ich denke, das wird sich bald ändern. Um was geht's hier eigentlich? Eine Freude, dich wiederzusehen. Sag, was du zu sagen hast und dann verschwinde, und zwar schnell, wegen des Auftrags, den du mir gegeben hast. Um was geht's hier eigentlich? Ich möchte mich im Namen der Königin Todesfeuergesellschaft für das bedanken, was du hier getan hast. Erhebe deine Hand in Richtung des Adra-Leuchtfeuers. Du hast eine wertvolle Anlage wiederhergestellt, ob dies deine Absicht war oder nicht. Er lächelt dich kurz verschlagen an. Die anderen im Palast wollen sicher davon erfahren und du kannst dann gleich den Ruhm für deine Taten einstreichen, solange sie noch frisch im Gedächtnis sind. Ja, ich muss unbedingt den aschgrauen Rachen in Magrans 10 erreichen. Ich darf keine Zeit verlieren. Eotas hat sich zum aschgrauen Rachen in Magrans 10 begeben, also muss ich folgen. Es ist, als würde ein eiskalter Wind über das Deck blasen. Bei der Erwähnung von Magrans 10 starren dich die raotanischen Soldaten ebenso erschrocken wie entsetzt an. Diejenigen, die nicht mit offenem Mund vor Schreck erstarrt sind, flüstern sich angstvoll gegenseitig etwas zu. Azura bringt sie mit einem undurchdringlichen Blick zum Schweigen. Mit einem schwachen Lächeln, das seine Augen nicht erreicht, wendet er sich wieder dir zu. Vergib meinen Landsleuten, Magrans 10, das ist eine Kette Vulkane entlang der nordöstlichen Küste des Todesfeuers. Darüber hinaus ist es einer der trügerischsten Orte des gesamten Archipels. Er wirft einen Blick zurück auf die Seeleute, denen man ihre Furcht noch immer ansieht. Die Gewässer um Magrans 10 herum werden von Riesen bewacht, das heißt Magrans eigene Vulkane hätten sie erzeugt. Selbst unsere gut bewaffneten Schiffe wagen sich nicht in diese Region. Gegen eine Geste der Entschuldigung legt er den Kopf schief. Aber ich vermute mal, Königin Oniska könnte euch die Richtung zum aschgrauen Rachen weisen, falls ihr so versessen darauf seid, dorthin zu segeln. Umso mehr Grund, ihren Palast aufzusuchen. Er lächelt hintergründlich. Geh nach Schlangenkrone in Nekataka und komm danach zu mir in die Messing-Zitadelle. Wir können dort auch deinen Fortschritt bei Angelegenheiten gemeinsamen Interesses besprechen. Er nickt. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Dinge, um die ich mich kümmern muss. Und du anscheinend ebenfalls, so wie es aussieht. Klare Himmel, Captain Hagrim. Azura nickt, seine Mannschaft bereitet sich davor, weiter zu segeln. Ja. Wie gesagt, und beinahe... Ich finde das so cool mit den Seemannsliedern.
So, mal gucken, ob wir beinahe jetzt besiegen können. Wir haben zwar nur ein Level abgemacht, aber eigentlich sollte das mal langsam möglich sein. Wir dürfen halt nicht ihre gesamte Truppe anlocken. Könnten wir vielleicht Nutzgegenstände? Wo sind sie denn? Haben wir doch eine gute Falle? Betäubende Explosionsfalle, das sieht doch gut aus.